Ja, hallo wieder. Herzlich willkommen wieder bei Grobi TV, unserem YouTube-Kanal. Wie man sieht, ich bin wieder gut aus fremden Landen zurückgekommen. Bin auch froh, dass ich wieder zu Hause bin. Ein kleines Andenken habe ich mal mitgebracht. Und wer mehr wissen will, sollte sich mal den YouTube-Kanal von uns genauer anschauen. Da gibt es ein paar interessante Videos, speziell auf der Grobi-Seite natürlich. Und was wir gerade zuerst gesehen haben, und jetzt sind wir wieder eigentlich voll im Thema, war eine Satellitenanlage. Wir haben jetzt in den letzten Tagen immer wieder schon die ersten Mails bekommen. Hey, seit 4 Wochen hören wir bei euch auf dem Grobi-YouTube-Kanal überhaupt nichts mehr. Und was ist denn los? Ja. Ehrlicherweise müssen wir unser Geld nicht mit dem YouTube-Kanal verdienen, sondern mit dem Verkaufen unserer wunderschönen Produkte. Aber das Thema Satellitenfernsehen ist in den letzten Wochen doch massiv ins Bewusstsein der Öffentlichkeit gekommen. Und wir haben eine Menge Anfragen zu dem Thema bekommen, weil ja nun mal seit dem 1. Mai eine größere Auswahl an HDTV-Sendern verfügbar ist. Und das ehrlicherweise als erstes über Satellit. Und somit ist es auch nicht verwunderlich, dass immer mehr Deutsche die Satellitenanlage bevorzugen gegenüber den klassischen anderen Alternativen der Empfangstechnik, die da heißen Kabelfernsehen, analog oder allerdings auch schon digital natürlich. Oder eben DVB-T, was eigentlich ganz gruselig ist. Da sagen wir eigentlich immer Küchenfernsehen zu. Oder eben T-Entertain, was für viele eine Alternative ist, wenn man nicht die Satellitenschüssel aufs Dach installieren darf. So, jetzt habe ich die Satellitenschüssel also auf dem Dach, aber ich habe ein Problem mit der Verkabelung im Haus. Denn damals hat man vielleicht nicht dran gedacht, in alle Räume, sagen wir mal Wohnzimmer, sagen wir mal Arbeitszimmer, Küche oder eben natürlich auch das Schlafzimmer, solch eine Satellitenanlage dort einsetzbar zu machen. Und jetzt haben wir eine Lösung gefunden, die uns seit einigen Wochen ziemlich begeistert und auch natürlich viele Kunden, die sie bereits schon im Einsatz haben, sodass wir gedacht haben, das erste Video nach unserer kleinen Pause sollte mal über dieses Produkt sein. Und das solltet ihr euch jetzt mal anschauen. Ja, konkretes Beispiel. Man hat eine Satellitenanlage zu Hause, man hat ein Satellitenkabel im Wohnzimmer, aber man hat noch einen zweiten Raum, wo kein Satellitenfernsehen empfangbar ist, weil das Kabel nicht gelegt worden ist, das Satellitenkabel. Was aber dort vorhanden ist, ist ein Stromkabel, nämlich normale Steckdosen. Und jetzt kommt die Lösung, die wir hier bei Devolo gefunden haben. Devolo ist ja sicherlich vielen bekannt als schon mal Anbieter von Lösungen, um Netzwerksignale für die Internetverbindung beispielsweise zu übertragen. Da gibt es diese berühmten Stecker. Diese Stecker tue ich auf die Steckdose drauf, dann habe ich hier den Netzwerkanschluss und somit habe ich die Möglichkeit, Internetverbindungen in Räume reinzubekommen über Kabel, die sonst nicht erreichbar sind. Und Devolo hat dieses System weiter ausgebaut und verfeinert und hat jetzt eine Lösung gefunden, mit der wir TV-Signale, und zwar Satellitensignale, übertragen können. Wie das funktioniert, wollen wir jetzt mal kurz erklären. Man braucht also insgesamt 4 Komponenten. Man bekommt in der Box, die wir jetzt hier vor uns haben, 2 von diesen Steckdosenadaptern. Und man benötigt dieses kleine Wunderkästchen. Und das ist das Wunderkästchen, welches sich direkt an Ihre Satellitenanlage anschließe. Und diese Satellitenanlage hat eben dann oben am Satellitenkopf, am LNB oder irgendwo am Verteiler, irgendwo noch einen Stecker frei, wo das Satellitenkabel reinkommt. Dazu habe ich dann ein Netzteil, womit das Ganze mit Strom versorgt wird. Und hier habe ich einen Netzwerkkabelanschluss. Dieser Netzwerkkabelanschluss wird dann zu dieser Steckdose geführt. Somit ist das Ganze relativ schnell verbunden. Und hier wird das Ganze so weit umgewandelt, dass es über das normale Stromnetz übertragen werden kann. Und zwar in den Raum, wo das Gegenstück, nämlich auch wiederum so ein solcher Adapter ist. Und dieser Adapter ist dann an meinem Satellitenreceiver von Devolo angeschlossen. Das heißt, das Ganze ist ein Package. Ich muss den Satellitenreceiver von Devolo nehmen, aber ganz ehrlich, da gibt es Schlimmeres, weil das Ding ist verdammt gut. Der ist HDTV-fähig und er hat noch einige andere Sachen, zeige ich gleich mal. Ja, und dann habe ich die Möglichkeit, eben in einem Raum, wo gar kein Satellitenkabel gelegt worden ist, perfektes, gutes, ja gut ist die Frage vom Inhalt, aber von der Bildqualität wirklich gutes Fernsehen zu empfangen, und zwar auch HDTV und sogar verschlüsselte Programme. Wie die Ausstattung ist und wie der Receiver aussieht, schauen wir uns jetzt als nächstes an. Das ist also jetzt das entsprechende Gegenstück, wo also das Signal über das Netzwerkkabel und eben das Stromnetz wieder zurückgeführt wird. Das ist also der SAT-Receiver von Devolo. Der hat alle wichtigen Anschlüsse, die wir uns so vorstellen, also von HDMI bis auch sogar SCART ist vorhanden. Und er hat eben einen Anschluss für ein externes, für ein CI-Schacht, also für Verschlüsselungsfernsehen. Common Interface ist ja eigentlich der Fachbegriff. Somit ist er in der Lage, sogar die privaten HD-Sender oder auch sogar über entsprechende Module anderes deutsches Pay-TV, also Fernsehen, was bezahlt werden muss, zu empfangen. So, wir haben eine Fernbedienung, die sieht dann so aus, ist ziemlich griffig, ist alles Wichtige direkt gut erkennbar. Und wenn wir mal ins Menü einsteigen, ist es so, dass wir von den Anschlüssen, von der, ich sag mal, einmaligen Einstellung
ist relativ einfach hinbekommen können, aber da helfen wir ja wie gesagt gerne, wir installieren das Ganze auch gerne. Und dann hat man auch direkt die Möglichkeit, auf eine Kanalliste zuzugreifen. Und diese Kanalliste, die wir hier dann schon sehen, die kann automatisch schon runtergeladen werden. Das heißt also, da das ja ein CE-Plus-zertifiziertes Gerät ist, sobald ein neuer Sender über Satellit empfangbar ist, würde er sich beim nächsten Einschalten melden, sagen, hey, da gibt es doch wieder einen, nehmen wir mal jetzt in dem Fall RTL-Nitro-Kanal, willst du den haben, willst du den nicht haben? Dann kann ich sagen, jo, will ich, und dann wird er übernommen. Ich muss also nicht langwierig irgendwelche Zahlen, Frequenzdaten und so weiter eingeben, um die dann manuell zu suchen. Und wenn ich jetzt hier meine Senderliste habe, dann muss ich auch sagen, da gibt es Geräte, die sind weitaus komplizierter in ihrer Sortierung. Dann kann ich also hier auswählen, dass ich jetzt beispielsweise das erste Programm verschieben möchte und würde sagen, okay, das erste soll auf 5, was wir eigentlich normalerweise nie tun, aber wir machen es mal hier. Dann ist er auf 5 gesetzt und man sieht, wie schnell das Ganze umgesetzt wird. Ich kann aber genauso gut sagen, komm, da gehen wir wieder zurück auf 1. Gebe die 1 ein und schon ist er wieder auf der 1. Ich kann Favoriten festlegen, ich kann aber auch Programme sperren. Nehmen wir mal an, Programme, die mein Kind nicht unbedingt jetzt schon sehen sollte. Oder ich kann sogar Programme umbenennen. Das habe ich in der Art eigentlich noch gar nicht gesehen bei einem klassischen normalen SAT-Receiver. Ist vielleicht auch ganz pfiffig, wenn mir der ein oder andere Name nicht gefällt oder ich irgendwas zu verbergen habe. Schauen wir mal. Naja, auf jeden Fall, das geht also wirklich sehr einfach. Und das machen wir jetzt mal eben. Kanalliste wird aktualisiert, das war's. Ja, und dann sehen wir hier auch schon direkt die Daten. Das sind die aktuellen Daten vom Fernsehprogramm. Man sieht, wie weit die Sendung fortgeschritten ist. Und man hat eben die Möglichkeit, zusätzlich dann noch die sogenannten Informationsdaten nochmal einzublenden. Beziehungsweise ich kann hier, wollen wir mal eben gucken, da haben wir noch die EPG-Daten. Dann kann ich mir also auch anzeigen lassen, was jetzt in den nächsten Stunden angezeigt wird oder gesendet wird. Und das ist dann hier der Fall. Wenn ich jetzt also, wie jetzt hier gerade passiert, den erstmalig einschalte, sucht er erstmal auf wichtigen Transpondern, aber der lädt sich dann auch ruckzuck die ganzen Daten der anderen Geräte. Und das machen wir auch mal eben. Gehen wir mal eben auf Exit. So, jetzt gehen wir mal auf Dreisat oder Kabel 1. Noch hier in der Standardqualität, weil wir hier kein HD Plus installiert haben, zurzeit jedenfalls nicht. Und gehe ich jetzt hier auf EPG-Daten. Dann hat er beim nächsten Mal schon alle Daten direkt geladen. Ne? Wichtig ist, er kann aufnehmen. Ich kann wirklich eine externe Festplatte anschließen, also ein Bedienungskomfort, wie wir es an sich nur von doch teilweise hochwertigen Geräten finden. Ich kann also eine externe Platte anschließen, habe die Möglichkeit, die Sendung aufzuzeichnen. Ich kann Timeshift machen, einfach mal auf Pause drücken. Auch das ist möglich. Und nochmal, wir haben hier einen Receiver, der sein Signal erstmal übers Stromnetz bekommt, also über die klassische Steckdose. Es muss kein Kabel gelegt werden und ich muss auf keinen Komfort verzichten. Wir haben ein wirklich klasse Bild hier und können hier auf alle, ich sag mal, Komfortdetails eines guten, mittelprächtigen bis hochwertigen Receivers zugreifen. Gucken wir nochmal, was haben wir noch gefunden, was mir hier ganz gut gefallen hat. Gehen wir mal auf die Funktion Menü nochmal rein, da sind meine Aufnahmen. Ja, Medienbrowser ist auch sogar dabei. Ich kann anschließen ein USB-Gerät, kann dort von meiner USB-Karte, die ich oder mein USB-Stecker, den ich habe, kann ich mir dort Fotos anschauen. Ich kann Filme gucken, das zeigt er mir hier direkt nochmal in der Vorauswahl. Und dann habe ich aber auch die Möglichkeit, klar, aber nicht angeschlossen, beim nächsten Mal oder wenn ihr mal kommt, zeigen wir euch das gerne hier live. Nein, man kann sogar auf eine gewisse Media-Funktion zurückgreifen und zwar, wenn ich jetzt nochmal so einen von diesen wunderschönen dritten Adaptern hier habe, das ist hier der dritte, dann habe ich hier die Möglichkeit, wenn ich den installiere und auch mein Netzwerkkabel von meinem Router anschließe, dann ist sogar der Receiver in der Lage, auf meine Netzwerkfestplatte zuzugreifen. Also Medienserver-Funktionen kann ich dann hier aktivieren. Zeigt er mir jetzt gerade nicht an, weil wir noch nicht hier angeschlossen haben. Das wird aber in Kürze auch passieren. Und dann könnte ich sogar auf meine Daten zurückgreifen, die wir irgendwo auf dem Rechner abgelegt haben. Und die kann ich mir dann auch hier direkt auf dem Gerät anzeigen lassen. Das ist eine ziemlich coole Sache und man sieht eben daran, das Gerät ist ordentlich durchdacht. Und ich kann es nochmal wiederholen, es läuft über Strom. Und das alles wollen wir eigentlich ab sofort hier präsentieren. Preis, viele werden natürlich fragen, mein Gott, was kostet der ganze Spaß, das ganze Päckchen? Das liegt bei knapp 400 Euro, wie wir finden, ein verdammt fairer Preis für so viel Spaß. Und wenn es da noch weitere Fragen gibt, würden wir uns gerne freuen, wenn ihr euch da bei euch meldet, denn wir haben die Sachen hier und wir installieren es auch gerne und stehen auch generell für alles zur Seite, wenn es um das Thema Fernsehempfang geht, egal ob das jetzt über Kabel, über Satellit oder über das Internet geht. Bis demnächst, bis dann, tschüss.